Ganz ist die Ordnung noch nicht abhanden. Die pannonischen Proteste haben die Stadt erreicht. Es beginnt immer an den Rändern, sagt der junge Karlovic in Fußweite zum verwaisten östlichen Bazar. Schon ein Dutzend durchnässte Soldaten habe ich diese Woche gesehen. Im vergangenen gesamten Monat waren es eine Handvoll. Und bis dahin hatte man nur davon gesprochen, sie gesehen zu haben. Der Alte hat die Kasernen in den Wäldern geöffnet. Sie tauchten plötzlich an der Stadtgrenze auf. Von dort kamen Schüsse. Von dort kamen viele Leute gelaufen. Und andere wiederum liefen dahin, auch andere Soldaten, mit ein paar wenigen Waffen und trockener Kleidung. Noch mehr Schüsse. Was mit den Toten und Verletzten geschah, konnte mir bislang niemand in der Verwaltung sagen. Vermutlich wurden sie alle sich selbst überlassen. So wie wir auch. Karlovic spricht hocherregt über die Ereignisse der vergangenen Tage. Im gesamten Land haben sich die Proteste ausgeweitet. Bislang war die Stadt, die pannonische Hauptstadt, von ihnen verschont geblieben. Hier leben fast ausschließlich Familien, die im Verwaltungsapparat des alten Revolutionsführers, dem ersten Präsidenten des Landes, gearbeitet haben und mit ihm groß geworden sind, das alte Volk. Unter dieser Landeselite entwickelt sich im Normalfall kein Frust, der zu Protesten führt. Die Stadt ist eine einzige Administratorenmetropole, florierend, hell, glücklich, Arbeit ist zur Genüge vorhanden. Inzwischen aber bleiben neue Alte, die in die lukrativen Posten streben, aus. Es gibt Engpässe, Leerstellen, Fachkräftemangel, was von den vorhandenen Mitarbeitern abgearbeitet werden muss. Karlovic etwa klagt über erhebliche Mehrbelastung und fehlende Vergütung. Doch das wäre für jemanden wie ihn kein Anlass, öffentlich zu protestieren. Bislang kannte das Land keine Krisen, sagt Professor Uddestall von der norwegischen Universität Brest. Alles schien perfekt organisiert, ein reibungsloser Ablauf des Lebens, glücklich, stabil, idyllisch. Die nun auftauchenden Risse sind paradoxerweise das Ergebnis stetiger Perfektionierung. Es scheint, als warte man auf den Kollaps, auf die Katastrophe. Perfektion bedarf hohem personellen Einsatz, um sie zu erhalten. Dazu gehören frühzeitig Sicherung und Überwachung, nachfolgend Misstrauen, im glücklicheren Fall Korruption. Beides hat in den vergangenen pannonischen Jahrzehnten wunderbar funktioniert. Doch während sich außerhalb des Landes die Dinge ändern, erweist sich die alte Perfektion als unflexibel. Die Menschen spüren ihre Unzufriedenheit als Starre, als fehlende Anteilnahme, als Ohnmacht. Es war eine Meisterleistung, das Land in Klimazonen zu teilen. Es ist unmöglich, diese Zonen nun zu verschieben, neu zu berechnen und anzulegen. Pannonien scheint definiert. Doch die Realität scheint mit der Definition nicht mehr identisch, auch die des alten Volkes in der Stadt. Karlovics Cousin Beljanin zum Beispiel hielt nichts von einer Arbeit im Staatsdienst. Längst nicht alle Mitarbeiter des alten Volkes wollen oder müssen in der Stadt arbeiten, so lukrativ es auch sein mag. Beljanin arbeitete im Kraftwerk auf der anderen Seite des Wetters. Eine bessere Stelle war ihm nach seiner Absage an die Stadt nicht mehr möglich. Der Chef, einer vom alten Schlag, vom obersten Polizeidepartement der Stadt, untersagte den Arbeitern nach ein paar Monaten die Heimreise am Wochenende. Die Arbeit könne nicht unterbrochen werden. Wochenlang blieben Hunderte von Arbeitern auf dem Werksgelände festgesetzt, mitten im Dauerregen, keine Nachrichten, kein Lohn, rationierte Speisung, keine Frauen. Da waren die Proteste im entfernten Regionen schon im vollen Gange. Karlovic vermutet, man wolle Flächenbrände verhindern. Der Wachschutz hatte sich eilig hochgerüstet und einige Widerspenstige erschossen. Die Situation eskalierte, die Arbeiter unter hohen Verlusten fielen mit allem Möglichen über den Wachschutz her, lynchten den Chef und zerstörten weitgehend das Werk. Eine Schlammschlacht. Die Stromversorgung für drei gewaltige Entwässerungsanlagen am großen Wüstengürtel brach zusammen.
Erstmal seit Jahrzehnten bildete sich in Sichtweite der Stadt Wolken. Ob sein Cousin noch lebt, weiß Karlovic nicht. Seine Motivation, auf die Straße zu gehen, sei der systematische Vertrauensbruch ihm gegenüber. Die Stadt kennt, durchaus in Worten, nur Sonnenschein. Doch auf die Arbeiter, die diesen Sonnenschein produzieren, verwalten und sichern, würde keinerlei Wert gelegt. Und jetzt beantworten Sie unsere Fragen mit Soldaten. Das ist eine klare Haltung, finde Karlovic. Auch ein Stadtbäcker ist besorgt. Der Regen kommt näher. Man muss die Zeichen richtig lesen können. Alle, die ich kenne, können es. Doch reden wenige von dem, was sie gelesen haben. Dafür ändern sich allmählich die Bewegungen. Gradion, der Gemüsehändler, erhält die meisten seiner Lieferungen inzwischen hauptsächlich nachts. Und seine Kisten sind nicht mehr geöffnet. Auch der Friseur Golov schließt abends seine Fensterläden. Und irgendwo in der Nähe ist immer wieder fremdsprachiges Radio zu hören. Der große Alte, als der mit seinem Regenschirm zu sehen war, soll es in einigen Provinzstädten gehagelt haben. Jedenfalls soweit man den in der Luft schwirrenden Berichten Glauben schenken darf. Glaube aber, das sollte doch bekannt sein, ist nicht zu verschenken. Wir erwarten einen gewaltigen Wolkenbruch. Von Aufheiterung spricht niemand mehr. In der Tat sind die Regionen um die Stadt bereits nicht mehr zu erblicken. Nur über der Stadt selbst scheint die Sonne wie vorgesehen. Die gespannte Unruhe potenziert sich in einer klaustrophobischen Situation. Bei uns in der östlichen Provinz, sagt eine Mitarbeiterin eines Reisebüros, spezialisiert auf Reisen für Stadtangestellte quer durchs Land, hat es trotz allem immer wieder gewittert, in Momenten der Unachtsamkeit. Das hat leider stark zugenommen. Sie wirkt gequält, es gibt hohe Umsatzeinbußen. Streng und trotzig fügt sie an. Die Bannung des Wetters in festgeschriebene Zonen war eine der wagemutigsten, kühnsten Taten des Alten. Allmählich scheint auch das hinfällig zu werden. Die Zonen halten sich nicht mehr an die Regeln. Schwerer Regen, sagt Professor Ampelopras vom Informationsschutzdienst der Wetterwarte Pannoniens. Ist beispielsweise für Wälder, Auen und Ackerland vorgesehen. Die Kommissarin der Windanlagen haben strikte Anweisungen, diese beeindruckend logische Aufteilung einzuhalten. Die Gestaltung des Wetters ist technologisch aufwendig. Diese Anlagen türmen sich 1,5 Kilometer in den Himmel, etwa alle 150 Kilometer quer durchs Land. Darunter laufen die Kanäle und finden an der Zentralzisterne zusammen. Das Wetter logisch und berechenbar zu machen, den Himmel, den Kreislauf des Lebens, dafür sind gewaltige Maschinen in Bewegung gesetzt worden. Professor Ampelopras lobt die Gestaltung. Der große Alte hat eine umfassende Idee. Die Städte sind für das Licht errichtet, für die Klarheit, für das Leben. Angetrieben von Turbinen und hydraulischen Systemen belegen Springbrunnen die Plätze, die immergrünen Bäume werden ebenso von unten genährt. Doch diese Idylle scheint zu zerbrechen. Wir sehen das alte Sterben, sagt der Stadtbäcker, der seinen Namen nicht veröffentlicht sehen will. Eigentlich sehen wir nicht nur zu, sondern helfen zusehend, tatenlos, wartend, kräftig mit. Ob er das gut finden soll, weiß er nicht. Veränderungen ließen sich wohl nicht mehr aufhalten. Doch das Beste wäre, die Aufstände zu beenden, irgendwie jedenfalls. Denn die größte Errungenschaft Pannoniens sei doch mit Abstand der Frieden. Und was jetzt geschehe, zerstöre den Frieden, zerstöre das Land. Und das müsse verhindert werden. Er blickt in die Sonne, in 34 Minuten begänne sie unterzugehen. Diese Zeit nehmen wir uns und warten. Ganz ist die Ordnung noch nicht abhanden, sagt er in der 35. Minute. Die einsetzende Dunkelheit quittiert er mit einem Lächeln. Karlovic lächelt nicht. Seine Arbeitsmotivation im Klimaschutzministerium, Abteilung Sand, hat stark gelitten. Eine paradoxe,
für Karadzic kaum lösbare Situation. Das Ethos seiner Familie und des alten Volkes verbietet Verzögerungen und Sabotage. Doch die Arbeit in den Zeiten des Protestes ist nichts, wofür es einfache Lösungen gibt. Sehr wahrscheinlich wird er in den kommenden Tagen degradiert werden, da er ganz sicher und zweifelsfrei von Kameras erfasst worden ist. Dann gibt es für ihn noch mehr Arbeit, ein Disziplinarverfahren droht. Die alte Bürokratie wird ihn umfassend ereilen. Das ist nur mein Schicksal. Selbst gewählt der Apparat, den ich mitgestaltet habe, befällt mich. Doch jeder Organismus strampelt so kräftig, wie er kann, um zu überleben. Mal sehen, ob wir uns freistrampeln können. Entschlossenheit. Insbesondere dann, wenn nach Sonnenuntergang der erste Regen in die Stadt zu fallen droht. Es werden weitere Soldaten kommen. Ingenieure, Konstrukteure, nass und entschlossen, die Ordnung des Lichtes zu verteidigen. Das Land erwartet einen gewaltigen Klimawandel.